So, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren LS15 sozusagen Sondervideo. Und zwar haben wir jetzt hier heute freundlicherweise nochmal eine neue oder eine erweiterte Version von der Schönebergmap bekommen. Und die möchte ich euch ein bisschen zeigen. Das möchte ich aber auch gar nicht alleine machen. Ich habe heute Besuch, worüber ich mich sehr freue. Und zwar ist heute dabei der Andy Scania von TLS Modding. Jeder wird wissen, wer das ist. Das ist also der Mapper von der Bantico-Map und jetzt auch der Mapper von der Schöneberg-Map. Und ich sage einfach mal Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Mahlzeit. Ja, kein Problem. Mach ich doch gerne. Ich finde das super. Und wer wird mehr über diese Map wissen und was dazu erzählen können als Andy? Deswegen haben wir hier auch schon zwei formschöne Autos. Natürlich Gaming for Fun, Blue Eyes. Gut, hier auch, aber das ist jetzt egal. Und ich möchte jetzt einfach mal mit Andy so ein bisschen über die Map fahren. Würde mich freuen, wenn er so das eine oder andere dazu erzählt. Ich habe schon gesehen, und viele von euch haben das bei Facebook ja auch schon gesehen, am LPG-Hof hat sich einiges getan. Ja, und ich würde einfach mal sagen, ich folge Andy einfach mal und er erzählt einfach mal frei von der Leber weg, was er erzählen möchte. Und wir gucken uns die Map einfach mal ein bisschen an. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal ein bisschen hier im Dorf, wa? Wollen wir noch zu Fuß oder direkt losfahren? Ach ne, ich meine mal gut. Ach, gehen wir mal zu Fuß. Das Dorf können wir zu Fuß erkunden. Das machen wir glatt. So, wie gesagt. Das war ich übrigens mit dem Schild. Versehentlich. Huch. Ja, sorry. Wo ist er? Da ist er. So, wie gesagt, das Dorf quasi gestern aus dem Boden gestampft worden. Weil nun auch der Fahrzeughändler hier seinen Platz gefunden hat. Ja. Und wie gesagt, weil es alleine doof aussieht. Der Ort, der nur auch nicht so weit weg von Schöneberg ist. Da habe ich gedacht, okay, baust den halt nicht 1:1 nach, sondern deutest ihn ein bisschen an und ja, denke mal schon schön geworden oder ist schon etwas gemütlich geworden. Ne? Mal gucken hier nach dem Fahrplan und wann kommt der nächste Bus. Transitbus nach Schöneberg. Aber hier, ich finde das wieder so nice, also hier, ich muss ganz kurz dazwischen grätschen, wenn ich mir hier die Straßen schon wieder anguckt, die hier so ein bisschen der Asphalt aufgeplatzt ist, hier so ein bisschen auch Rost an den ja, Geländer, sag ich mal, wie immer das jetzt genau heißt. Einfach wunderschön lieber ins Detail, genau wie bei der Bantico schon, meiner Meinung nach immer noch die beste Map im LS15, die es überhaupt gibt. Aber das sage ich auch gerne immer wieder und das ist auch meine Meinung. Ich werde dafür nicht bezahlt, leider, oder? Nein. Können wir dann noch was aushandeln? Nee, ne? Die 50 Pfennig halt bei, ne? Okay, super. Das wollten wir im Video jetzt aber nicht erzählen. Okay. Machen wir dann per PayPal, wie gehabt, ne? Nein, und hier auch die Blumen und alles. Und das hier, ne, das ist einfach schön geworden. Das ist jetzt gar kein Schleim, das ist meine ehrliche Meinung. Das weiß aber auch, glaube ich, jeder. Ist ja auch richtig. Manchmal, Gebäuden oder Objekten gehören halt natürlich auch hier Brauchspuren mit zu, ne? Und ich bin halt nur kein Freund von Sachen, die aussehen, als wenn sie gerade frisch aus dem Baumarkt kommen. Weil damit kann ich nichts anfangen, wie gesagt. Wenn zum Beispiel hier so eine Textur richtig schön vermodert, richtig schön Moos, am besten noch schön verdreckt oder der Putz irgendwo abplatzt, ist meine Welt. Wie gesagt, die Gebäuden oder Objekten, wo ja, nichts zu sehen ist, die niegelnagelneu sind, mag ich nicht. Baue ich auch nicht. Will auch nie bauen, weil ist halt nicht authentisch, ne? Also finde ich auch halt super. Es muss halt authentisch wirken und denke mal, wenn man, wie gesagt, mit so Texturen, mit Bildertexturen, so wie zum Beispiel in dem Haus hier, sieht tausendmal schöner aus, obwohl es vielleicht manche nicht so mögen, aber ich persönlich finde es super, finde es sehr schön. Sieht tausendmal schöner aus, als wenn man ein 3D-Gebäude sich hinstellt. Ja, und das irgendwie aus, wie aussieht aus einem Lego-Kasten, ne? Also. Wir haben ja vor dem Video schon uns eine ganze Zeit unterhalten und wir sind uns ja noch darüber einig geworden. Im Web, du baust ja auch eine Map in erster Linie, dass sie dir gefällt. Richtig. Und dass richtig. Du damit jetzt noch den Geschmack von anderen triffst, wie man bei der Bandico eindeutig sieht und auch bei dem allgemeinen, ich habe ja auch schon was von der schönen Map gezeigt und Oysterpropper ja auch, da ist die Resonanz ja auch schon da. Also du kannst es ja, es ist ja offensichtlich so, du kannst es ja nicht falsch gemacht haben oder nicht viel falsch gemacht haben. Die Leute nehmen es ja so an. Dass du es nicht jedem recht machen kannst, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Und dass es auch immer Leute gibt, die über Kinkerlitzchen meckern und motzen und teilweise auch berechtigt die Kritik
üben, weil das nicht jedem gefallen kann, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber zuerst muss die Map dir gefallen und das ist das Wichtigste. Genau. Guck, das hat er, jetzt hat er gerade Wasser getrunken. Ich muss aus der Pumpe. Soll ich pumpen? Komm. Ja, mach mal. lecker. Superverbleit. ja, macht nichts. Was nicht tötet, härtet ab, oder wie war das? Genau. Na, wie gesagt, das Dorf ist halt etwas klein, aber ich finde es so, wie es jetzt geworden ist, ist eigentlich schon ganz schön geworden. Nicht so groß, nicht so klein. Läuft man heutzutage rückwärts, dann mach ich das auch mal. Ja, das ist so schön als die Ambiente, ne? Also, ja. Es ist einfach nur schön. Wie zum Beispiel so Wiesen oder so, oder zum Beispiel das Dekogras, wenn manche rummeckern, kann man nicht umflügen oder abmähen oder so, aber ich sag mal, ich kenne keine Wiese, wo nur eine Grasorte draufsteht. Ne, dann ist halt mal ein Busch da oder dann stehen da halt Disteln oder weiß ich nicht was. Oder hier, wenn man zum Beispiel jetzt hier so schön rüber guckt, bin ich eigentlich schon schönes Ambiente. Schönes ist es Panorama. Definitiv. Das sind meistens immer so Selbstläufer, ne, die dann so automatisch entstehen. Da steht, man macht sich zwar halt vorher einen Plan, wie die Map aussehen soll, aber man baut halt irgendwo auch ein bisschen drauf los, ne? Und ja. Man sieht dann, wie sich das entwickelt und entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Und dann baue ich halt nochmal neu, so wie zum Beispiel, werden wir ja sehen, beim LPG Hof gemacht habe. Ja, den habe ich ja auch jetzt zum dritten Mal abgerissen. Wieder neu aufgebaut, aber. Hat und sag mal dazu, bitte renn mir nicht weg, du kennst meinen Orientierungssinn, den sprichwörtlichen, sonst verlaufe ich mich hier noch. Ja, ich habe jetzt leider keine Brotkrümel bei, aber okay. Ja, lockst du mich jetzt in den dunklen Wald oder wie? Ja. Wie gesagt, der Weg ist jetzt hier neu zugekommen. Wird jetzt hier zum Feldweg. Da geht's dann später zur BGA, die ist natürlich jetzt auch schon da. Ist jetzt aber noch nicht so 100% fertig. Kommen hier auch noch so ein paar, Entschuldigung, wenn ich einfach dazwischen rede, ja. Frecherweise, kommen da auch noch so ein paar Schlaglöcher wieder rein, wie bei der Bandico, oder? Natürlich. Okay. Aber das werde ich aber bestimmt nicht vorher erzählen, sondern Gesundheit. Ja, danke, das war ein Huster, nervig, ich hätte das Mikrofon wieder ein bisschen früh eingeschaltet, ich bin so perplex hier. Ich auch zum ersten Mal. Siehst du mal, ich selbst erkenne so manche Eindrücke erst, wenn man weg im Spiel bin, ne? Zum Beispiel hier. Ist eigentlich ein schönes, geiles Panorama, ja. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so beabsichtigt gebaut habe. Aber wenn man dann so im Nachhinein so guckt, sieht schon sehr schön aus. Mit dem Kirchturm im Hintergrund. Ja. Der Halle dann dahinter von sieht schon. Also mir persönlich, ich finde es sehr schön geworden. Obwohl man, ne, glaub mich nicht selber, aber ist schon sehr schön. Darfst du ruhig. Es ist absolut berechtigt. Jetzt hat er mich wieder stehen lassen noch da. Es ist absolut berechtigt. Also das wird eine Hammer-Map, es ist jetzt schon eine Hammer-Map. Und jeder, der die Bandico gemocht hat, wird die Schöneberg lieben. Allein schon, was ich habe beim letzten Mal schon gezeigt, die ist ja auch viel mit Gleisen jetzt gelegt und der ja. Bahnhof da, das ist ganz einfach Liebe zum Detail. Es ist auch neuer Plan, dass auch noch mindestens zwei Züge mit Funktion fahren sollen, aber das funktioniert noch nicht zu 100%. Da sind aber meine Scripter, meine Leute dran. Ich hoffe mal, oder denke mal, dass das auch hinkriegen werden. So, ja, wie gesagt, hier sind schon ein paar schöne Dellen drin. Sollte man schon etwas vorsichtig fahren. Ja. Nur bei der Bandico waren das ja echt quasi Schlaglöcher des Todes teilweise, also Schlammpfützen des Todes. Aber die baust du ja wahrscheinlich heimlich da, wo ich sie wieder nicht erkenne, damit Oysterpropper mich wieder retten muss, was ich mir dann wieder monatelang anhören muss. Würde so sagen, also wenn ich extreme Schlaglöcher einbaue, dann werde ich natürlich nicht sagen. Das soll ja eine kleine Überraschung werden. Ja, finde ich auch völlig okay. Notiz an mich selber, Map vorher im Giant City Tour einmal angucken. Ja, aber zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel rüberguckt, hinten habe ich nochmal so kleine Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge. War ja früher in der LPG oder bei uns jedenfalls auch so, dass dann irgendwo an irgendwelchen Feldwegen, Feldscheuen standen, wo dann zum Beispiel am Feierabend im Sommer, wenn sie auf dem Feld waren, halt die Fahrzeuge da hingestellt wurden, weil dann auch nicht immer die Zeit da war, um den ganzen Fuhrpark, und es war ja eine Menge, der dann unterwegs war, wieder mit zurück zum Hof zu nehmen. Also wurde es dann teilweise dann in eingezäunten Bereichen, wie da vorne zum Beispiel, über Nacht abgestellt. Ich hänge gerade ein bisschen zurück, ich gucke mir gerade das Graffiti auf diesem Travo-Häuschen an. Das Graffiti? Ja, da ist so ein Graffiti drauf. Das noch gar nicht gesehen. Ah, kannst du mal sehen, hier.
Ach, Tatsache. Wir finden. Ich weiß nicht. Wie gesagt, hier geht's denn zur BDA. Da kann man auch noch mal hinlaufen, kann man auch noch mal verteilen. Ja, bisschen. Also die Gräser hier am Rand, es sieht einfach wunderschön aus. Ich sag mal so, ich kenne es eigentlich nicht anders. Also aus meiner Gegend jetzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel wie zum Beispiel Bandico Plattenweg, ne, war ja mein Schwarzfahrweg gewesen, mein Übungsweg gewesen damals, ne, wo man denn. Oh. Ich habe nicht gedrückt, ich war's nicht. War ich gewesen. Wo man denn, oder wo ich die Fahne gelernt habe, da war ja auch alles zugewuchert mit irgendwelchen Unkraut. Ja, ich kenn's halt so und ich baue's halt so, wie es die Natur vorgibt. Ja. Ja, die schöne Halle hat hier der Norm gebaut von den Jungs von Ost-West Gaming. Da bin ich auch sehr froh drüber, dass es noch solche Leute gibt, die dann wirklich so schöne Gebäude bauen. Danke dafür, ja. Auch so mit die Texturen, da haben wir uns dann beide zusammengesetzt und haben uns dann wirklich da abends dann stundenlang diskutiert, welche Texturen wir nehmen. Ich denke mal, es ist schon schön geworden. So gerade so an der Seite, so mit den abgeplatzten, wo das Mauerwerk dann durchkommt, finde ich sehr schön. Definitiv auch hier der, ich denke mal, ein Schwan ist das da oben oder was, ne? Nee, ein Storch. Storch, wollte ich auch sagen. Entschuldige, ich wollte wirklich Storch sagen. Total bekloppt, Schwan. Das ist jetzt die Biogasanlage oder was? Nee, das ist jetzt bloß mal so ein kleiner. Ja. Ah, Unterstell, sagtest du ja, Unterstellen, sorry, genau. Gepennt. Ich wollte gerade mal so bescheiden nach dem Fasilo fragen oder so. So für alle, die es noch kennen, Feuerlöschtafel war ja im Osten sehr oft vertreten. Gut, ein bisschen wenig dran, ja. Früher war noch, glaube ich, eine Pickel war noch dran. Schaufel auf jeden Fall, einmal mit Löschsand. Noch irgendwas war noch dran, das geht jetzt gar nicht mehr. Okay. Aber was stand denn teilweise ohne rum? So. Wie gesagt, die Tore sind hier noch nicht animiert. Ja. Bei der Halle jedenfalls noch nicht. Wird dann auch noch gemacht, aber das kommt dann alles erst, wenn die Map quasi zu 100% schon fertig gebaut ist. Und dann kann man sich auch um so eine Sachen kümmern, weil jetzt ist erstmal das Augenmerk darauf, dass es erstmal die Funktionen alle da sind, die da sein müssen. Dass es alles fehlerfrei erstmal funktioniert. Dann kümmern wir uns dann auch später um die kleineren Sachen, wie zum Beispiel Dortschwäger einbauen oder. Ja, da sind die Schafe. Oh, da muss ich gleich mal hin. Lasst euch da auch oder lasst dich da nicht unter Druck setzen. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, das ja, weißt du, ne? Weiß ich ja, ne? Wie gesagt, bei den Schafen habe ich momentan auch noch nicht so die Zeit und Lust gehabt. Ja, die Navigation Mesh nochmal neu zu legen, aber es. Mache ich auch noch. Ich finde die Bewegung schon recht gut hier. Die sind ja sehr konsequent. Bau doch einfach einen Zaun drumherum, mach den grünen, mal das grüne, dann passt das, dass die Schafweide. Ja, also kannst du mal sehen, die haben ja den Acker schon leer getroffen. Ja. Aber Schafe braucht eh kein Mensch, offen gestanden. Eigentlich nicht, ich spiele ja eigentlich auch nie mit Schafen. Ich habe seit einiger Zeit, habe ich mal angefangen, weil ich da mal damals mit dem Diplom-Landwirt Horus so eine kleine, so einen kleinen Wettkampf am Laufen hatte, wer die bessere Wolle hat. Er hat dann ja leider einen Rückzug gemacht, wahrscheinlich weil er Angst hatte zu verlieren. Und seitdem habe ich die Schafe halt drin, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt Schafe brauche. Genau wie den Forst, den brauche ich auch nicht, aber das hatten wir ja schon. Okay, da haben wir ja schon drüber geredet. So, wie gesagt, das ist jetzt schon mal so die Biogasanlage. Wie gesagt, die wird jetzt ein bisschen kleiner werden wie auf der Bandico. Weil ich jetzt auch nicht so davon überzeugt bin, dass man jetzt auf der Map, wo jetzt sag ich mal schon viele Silos verbaut wurden, also insgesamt sind es jetzt 5, mit den zwei Keilsilos, die zwei Durchfahrsilos auf der Milchviehanlage, die gucken wir uns nachher an. Ach, da sind jetzt zwei. Da sind jetzt zwei, das schauen wir uns nachher mal an. Und dann halt nochmal ein einzelnes Silo. Ich denke mal, das reicht. Ja, definitiv. Vollkommen okay. Die Map ist ja, man muss das ja auch dazu sagen, also auch an sich wie die Bandico. Ich glaube, der richtige Spielspaß kommt effektiv dadurch, wenn du auch nicht die größten Maschinen nur nimmst. Nein, sag mal,
Man kann auch mit größeren Maschinen. Ja, spielen, ne? Aber ich glaube, das richtige Flair kommt wirklich darüber, wenn du halt vernünftige Ostmods, in Anführungsstrichen, ist eigentlich ein scheiß Ausdruck, Ostmods, aber jeder weiß, glaube ich, was damit gemeint ist. Sagen wir mal DDR-Landmaschinen. Ja, und da passen eben auch die aus dem neuen Gold-Add-on, passen da relativ gut drauf. Da passen sie eigentlich sehr gut drauf, ja. Sag mal, auch wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mit jetzt direkt DDR spielen möchte, sondern halt nur im Osten spielen möchte, dann sind die wunderbar dafür geeignet. Ja. Ja, also dann passen die wunderbar hier zu. Und speziell Oysterpropper und ich, wir werden da, haben wir noch einiges vor, also da könnt ihr als Zuschauer auch gespannt drauf sein. Jetzt mal eine ganz kurze Frage, die Felder an sich bleiben so von der Größe her ungefähr wie Bantico oder ändert sich also da? Die Felder sind jetzt zu 98% fertig. Okay. Also die Feldergröße, also hier, das sind hier zwei, ja, sag ich mal, sehr große Schläge Bantikus-mäßig, ne? Ja. Also, ich sag, ich kann mit kleinen Feldern kann ich jetzt anfangen. Konnte ich noch nie, werde ich auch nie. Also es wird immer große Felder bei mir geben. Ja, auch weil, wie gesagt, du sollst, der erste Geschmack ist dein Geschmack, das ist auch richtig so. Weil ich mag das nicht, wenn man mit einem Mähdrescher da 3-4 Mal übers Feld huscht und man ist fertig. Also ja. Man sollte, oder ich finde es schon schöner, wenn man zum Beispiel mit 3-4 Mähdreschern, sag ich mal, schon eine Stunde oder 2 Stunden hier auf dem Feld ist und dann wirklich da konsequent alles aberntet. Ja. Weil das in Zeiten von Autocombine ist das ja auch alles möglich. Richtig, ich meine. Auch im Singleplayer halt. Man kann die Map, also ich habe auch die Bandico im Singleplayer gespielt. Ich auch. Also ich habe dann teilweise Helfer oder Autocombine angemacht und dann, ja, lassen jodeln. Und du guckst die Videos ja bei mir auch mit, das weiß ich auch. Und ich mache ja sehr viel bei der Bandico im Singleplayer. Und das bringt auch immer wieder Spaß. Gut, klar, ohne Autocombine wäre das nicht. Und langsam versuche ich mich auch wieder so ein bisschen mit Curseplay anzufreunden. So ganz bin ich da noch nicht sicher, ob wir uns wieder verstehen. Ne, aber ich finde, das funktioniert einwandfrei, weil es eben auch nichts gegen Wirtschaftskreisläufe und sowas, aber das musst du nicht immer haben. Nein. Du musst auch nicht x-tausend Tierarten haben, das ist manchmal ganz nice, aber ich finde, auf der Bantico hast du genügend zu tun, wenn du das halbwegs vernünftig machen willst. Ich muss schon mal hier, ja. Dann können wir auch so ein LPG-Hof rufen, wa? Der ist ja nicht weit. Ja, du, ich bin sportlich. Wenn ich tragen, ja. Nee, das wirst du nicht schaffen. Das möchte ich auch nicht, weil dann wird die Map wahrscheinlich nie erscheinen. Dann würdest du erstmal mit dem Kreuzbruch erstmal 6 Jahre im Hospital liegen. Okay. Das wollen wir nicht. Ich bin ja auch nicht dick oder so. Ich bin halt für mein Gewicht zu klein. Das ist genetisch bedingt. Gentechnisch bedingt. Ja. Aber ich denke mal, so von den Hügeln her oder von der Hügeligkeit der Map ist die, denke ich mal, vollkommen okay. Ja. Nicht so viel, nicht so wenig, so wie es bei uns eigentlich üblich ist. Keine Riesenberge mit 500 Meter Höhe. Hochstand. Was, wo? Ach, hier. Da. Ach ja. Oh, da kommst du sogar rein. Da kannst du rein, ja. Hab da noch Platz, ja, aber. Und nur noch ein Gewehr. Wo bist du? Nein. Na, schöne Skischarte, ne? Schöner Ausblick. Ja. Jetzt hier noch ein klein bisschen Bierchen, du stehst auf dem Tisch. Oh. Bitte, mit den Schuhen. Du schwebst aber auch ein bisschen in der Luft. Ja, ich. Das ist so, ich schwebe über dem Boden. Ich bin einfach, ne, quasi. So. Ein Hoch, dass man sich in LS15 jetzt auch ducken kann, ne? Ja, ne? Schön. War auch eine super Neuerung. Das ist auch das, worauf ich am meisten gewartet habe. Wie gesagt, hier sind denn die Kaisius. Kenne ich so aus meiner Gegend eigentlich auch. Ne? Dass dann irgendwo am Feldrand dann, oder an irgendwelchen Feldwegen dann irgendwelche Silos standen. Was ich nice finde jetzt im Gegensatz zur Bandico, dass es hier richtig ein Stück runter geht. Und irgendwo ist, glaube ich, auch so ein Silo, wo das auch so ein bisschen durch die Tiefe durchgeht, ne? Oder verwechsel ich das jetzt? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Okay. Verwechsel ich das auch. Aber das finde ich ganz nice, dass das hier, wie gesagt, auch so ein Stückchen runter geht. Weil diese zwei Silos hast du ja in Bantico auch verbaut. Richtig, ja. Da habe ich mir jetzt frecherweise ja noch so ein Bio-Kraftheizwerk hingebaut, wo ich eben zur Not auch mal die Silage verkaufen kann, weil ich offen gestehe, auf der Bantico habe ich im Moment, weil ich auch viel mit Mais mache, so viel Silage, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit, dass ich die teilweise sogar mal verkaufe. Nö, ist auch in Ordnung. Also, wie gesagt, wer sich privat dann da so was noch einbaut, mein Segen.
Ja, ich würde das ja auch nie weitergeben. Also wie gesagt, du kennst uns. Ich tausche die Sachen sowieso allerhöchstens mit Oysterpropper und sonst mit gar keinem. Aber das ist dir ja bekannt. Wir haben ja von dir auch damals schon die Bantico freundlicherweise einiges oder ein bisschen vor Release bekommen. Bei der MAP genauso. Und das beruht ja auf Vertrauen. Wie gesagt, also, weil ich dann auch schon enorme Anfragen bekommen habe wegen Testen und so weiter. Wie gesagt, also ich gebe die Map halt wirklich nur an solche Leute weiter, die ich kenne, denen ich vertraue, aber an keine Fremden, die mir zum Beispiel bloß über eine Mail oder über Facebook schreiben, dass sie Map testen möchten. Also das werde ich nie machen. Also ich habe meine Leute, ich habe mein Team, das für mich testet. Das reicht. Und ich bin froh, dass wir dazugehören. Also, dass wir das mit testen dürfen. Dafür nochmal danke. Kein Thema. Und ich möchte jetzt auch nochmal sagen, auch wenn ihr jetzt die Bilder sehen und auch wenn ihr bei Oysterpropper mal was seht, wird in nächster Zeit auch kommen, lasst Andi trotzdem die Ruhe und auch insgesamt dem TLS-Modding-Team jetzt nicht jeden Tag 500 Mails, wann kommt die oder so tolle Mails, wie er vorhin sagte, die er kriegt, wo einfach drin steht Link, Fragezeichen. Ja, das ist alles nicht hilfreich. Die Map ist fertig. Wenn sie fertig ist, es wurde mal angepeilt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ja gut, hast du ja damals öffentlich im Stream gesagt, vielleicht Anfang nächsten Jahres, vielleicht, aber wenn sie bis dahin nicht fertig ist, dann ist sie noch nicht fertig. Sie wird kommen, wenn sie fertig ist und wenn Andi zufrieden ist und seine Jungs soweit zufrieden sind, alles läuft, dann wird die kommen und dann wird das auch jeder mitkriegen, dass die da ist. Und solange wartet doch einfach ab. Macht doch jetzt nicht immer die Pferde scheu. Damit erreicht ihr eher das Gegenteil. Wenn es zu sehr nerven wird, hat er erstmal weniger Zeit, weil er diese ganzen Mails und Nachrichten durchgucken muss. Und irgendwann sagt er sich sonst vielleicht auch, wie manch andere Modder oder Mapper, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das nervt ja alles nur noch. Leute, reißt euch ein bisschen zusammen. Ich weiß, ich kann gut reden. Ja, ich habe die Map, ich kann da drauf spielen, gar keine Frage. Ja, aber Leute, wartet einfach ab, sie kommt ja. Richtig, mehr mal, wie gesagt. Bier! Plan. Ist gar kein Bier. Wohl. Also ist ja nicht das. Wie gesagt, also geplant ist eigentlich, denke mal, so realisierbar Ende Januar. Ich denke mal, bis dahin ist noch eine Menge Zeit. Ja, da hast du aber auch noch ein Privatleben nebenbei, ne? Ja, natürlich, das auch, aber momentan habe ich jetzt so die Zeit, dass ich, sag ich mal, sagen kann, okay, baue. Ich häng fest, ich bin zu dick jetzt. Und die Zeit nutze ich dann natürlich auch, ne? Hier auch nochmal ein neues Gebäude, was der Norm gebaut hat. Wirklich auch sehr geil geworden, also. Sehr schöne Maschinenhalle. Das hier jetzt mit den Scheiben, meinst du, ne? Genau. So richtig ein bisschen milchig auch schon das Glas und so, das ist. Das wirkt einfach tippitoppi. Oh, sogar die Tore gehen schon auf. Also denke mal, Platz für Mähdrescher und weißer Geier, was sollte auf jeden Fall da sein. Ein paar Maschinen kann man ja schon unterstellen. Ja, und wie gesagt, zu viele Maschinen, man kann jeder halten, wie er lustig ist, aber zu viel. Ich muss hier mal rein, ich sehe da schon wieder was durch die Scheibe, was mich sehr interessiert. Wie komme ich hier rein? Einfach durch die Tür, wir haben keine Kollision. Nee, das wollen wir nicht, wenn machen wir das schon richtig. Nee, die gehen ja nicht auf, die sind ja nicht animiert. Ich bin doch hier schon drin. Ach so, okay. Okay, dann komme ich auch da rein. Das gehört ja wohl in den Pausenraum, oder? Oh ja. Das gehört von wegen mir noch überall anders hin. Das kannst du von mir nein. Kann doch noch welche an der Decke machen, aber. Okay. Ja, zum Beispiel. So. Also auch die aber ich. Allein wieder die Deko hier mit dem Handtuch. Eventuell muss man mal gucken, aber vielleicht ein Stück Seife oder so eine Seifenflasche da draufstellen kann, wenn es sowas gibt oder so, ne? Ohne Scheiße, ich habe so nach Kaffeemaschine gesucht. Ja, ja. Und das sind so die Kleinigkeiten, die mir zum Beispiel auf der neuen Goldmap fehlen, dass wirklich so ein bisschen Deko dabei ist. Das ist doch kein Hexenwerk. Das muss natürlich auch stimmig sein. Es nutzt jetzt nichts, das irgendwie hinzuprügeln. Ja, aber das war ja auch bei der Bandico schon stimmig. Richtig. Ja, das ist jetzt die neue Hofeinfahrt. Wo ist er? Sag mal, so wie der Hof jetzt ist, also finde ich ihn schon sehr schön. Also, wie gesagt, die erste Version vom Hof, weil ich gesagt, okay, lassen wir erstmal so stehen.
Der war ja noch sehr Bantico-lastig, ne? Ja, deswegen. Hat mir dann selber nicht gefallen. Die zweite Version war, naja, okay, war ich dann gesagt, naja, ist schon akzeptabel, hat mir aber auch noch nicht gefallen. Dann habe ich noch, wie gesagt, die beiden Gebäude. Das andere Gebäude sehen wir uns auch gleich an, die andere Werkstatt. Ich muss mal eben ganz kurz zwischengrätschen, das ist das Schild, was ich meinte, aber du sagtest, das soll so sein, ne? Das ist so, ja, da ist schon in der Gegend gefahren. Okay. Wahrscheinlich ein Traktorist ohne Alkohol im Blut, aber ich werde ja nochmal eine Bierausgabe machen. Ja, das ist wichtig. Ja, wie gesagt, was hast du gesagt, unter 0,5% darf keiner auf Schlepper, ne? Richtig, ja. Das war ja früher Standard. Nee, aber wie gesagt, aber jetzt ist der Hof so, wo ich sage, okay, sieht für mich wunderbar aus, so gefällt er mir. Gehen wir mal hier rein. Das ist jetzt zum Beispiel die erste Werkstatt. Ist jetzt die oh, die Tore sind auch neu, ne? Nee, die sind schon, nee, die waren schon in Bandico drin. Echt? Auch mit dieser Klapptür? Ja, ich, wahrscheinlich, weil ich die immer auf hab. Mit den Falltoren, ja. Ja, okay, die kann ich mich jetzt... Super, ich hab da... Ja gut, ich hab die Tore immer offen wahrscheinlich, deswegen. So, dann schneiden wir das raus, was ich gesagt hab. Dann haben wir hier die Drescher-Werkstatt. Ja, schön, nice. Hier ist wenigstens mal eine Werkstatt mit ein bisschen Deko. Hier hat einer seine Handschuhe liegen lassen. Bohrmaschine, alles da, was man braucht. Anleitung für ein ZT. Na, ihn gibt's auch. Bitte? Ihn gibt's hier auch noch. Erich, ja. Für wen? Für die Leute, die etwas jünger sind und das vielleicht nicht wissen, dass Erich Honecker Staatsratsvorsitzender der DDR seiner Zeit. Mittlerweile verstorben in Chile. Seine Frau lebt, meine ich noch, ne? Margot lebt noch, ja. Margot Honecker, geborene Feist. Genau. Aber er war ja auch kein, er kam ja durchaus Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, ja. Der hat auch, als er die BRD, damals ja noch BRD mal besucht hatte, ist er da ja auch nach Hause hingefahren und da. So, und für alle, die sich mit dem ZD nicht auskennen. Das ist ja mal geil. Ein schönes Bildchen. Das ist ja mal geil geworden. Hast du das irgendwo gefunden oder habt ihr das selbst gemacht? Nee, das habe ich halt im Internet gefunden. Ich habe es dann bloß auf ein Plakat drauf gemacht und dann in die Werkstatt gehangen. Ja, ja, geil. So. Gucken. Ist das also Licht, echt oder? Geil. Oh nee, Licht geht. Okay, Strom haben wir noch nicht abgeklemmt. Sehr schön. Also, man kann auch im Dunkeln arbeiten. Ja, das war das, was du sagst. Es gab es ja bei der Bandico auch schon, dass man das Licht eben an- und ausschalten kann, ne? Weil das Problem ist ja für Leute, die nicht so einen starken Rechner haben. Ich meine, da höre ich auch irgendwo mit zu. Ich habe auch keinen High-End-Gaming-PC. Dass halt dann das Licht nicht automatisch angeht, wenn es dunkel wird, sondern man kann sich individuell anschalten, wenn man es möchte, ne? Das finde ich eine super, finde ich vor allem auch ein super Gimmick. Ja, ich sag mal, es ist ja quasi. In echt ja auch so, ne? Man geht in die Werkstatt, macht Licht an und fertig. Und wenn du gute Mitarbeiter hast, machen sie es abends auch wieder aus, ne? Ja. So, gucken wir mal. So, hier haben wir den. Das Behältnis für Flüssigdünger. Steht ja auch dran, ne? Da ja Meister Äußer letztes Mal gerätselt hat oder dran vorbeigefahren ist. Und damals, da hatte ich das Schild auch noch nicht dran gehabt. Das Ding, beziehungsweise. Oben der Hahn wird noch animiert, dass du quasi dann hier noch rangehen kannst und einen Knopf drücken kannst und dann schwenkt er halt rüber und befüllt deinen Anhänger. Okay, nice. Grundsätzlich also, Saatgut, Dünger, Kalk kaufen bleibt auch, ne? Bleibt. Also die Standardfunktionen sind genau wie auf der Bandico, wir können ja mal rangehen hier. Was ich dazu sagen muss, ich habe jetzt die Hochsilos komplett raus, also man ist echt? Quasi, ja. Wow. Oh. Man muss halt jetzt wirklich alles mit der Schaufel raus. Das also, ist hart. Das ist, nö, ich bin schön. Huch. Ist okay so. Oh, weg war ich. Ich sag nur Förderband beim Mahu. Nein. Ja. Ich finde es so schöner und der Platz, den ich dadurch spare, kann ich an anderer Stelle irgendwie durch andere Sachen. Also grundsätzlich natürlich völlig recht. Ich überlege jetzt natürlich gerade, dass das natürlich schon am hart ist, ne? Aber es war ja vorher bei Kartoffeln und drüben auch so. Ich mach mal, die Genossen damals konnten sich ja auch nicht aussuchen, ne? Nee! Oh. War ich wieder?
Na nu. Ist auch absolut okay. Ja, Türen aufmachen ist nicht jedermanns Sache, ne? Nee, soll ich die mal unterstützen? Ja, manchmal ist komisch, ja. Ja, wie gesagt, also von den Grundfunktionen ist es genauso wie Albanico, wie gesagt, hier in der Halle. Die kennt ja auch noch jeder. Ja, du hast jetzt ein bisschen neu umtexturiert, damit es jetzt besser zum Hof passt. Ich finde es jetzt schöner. Also vorher war sehr weiß gewesen. Ja, stimmt. Und jetzt habe ich es noch ein bisschen umtexturiert, so einen schönen DDR-Betongrau. Grau. Ja, finde ich schöner. Aber wie gesagt, von den Funktionen her ist das gleiche wie Gerste. Nee, Weizen, Gerste, jetzt passt die Ferne noch nicht. Ja gut, das ist aber. Das sind ja Feinarbeiten, die dann ja auch irgendwann kommen. Ich muss nochmal dazu sagen, wir sind hier in einem sehr frühen, ja quasi eigentlich noch Alpha-Status, ne? Richtig, richtig, ja. Wie gesagt, also, es ist ja auch noch nicht alles der Map bebaut. Ja. Es fehlen noch einige, es kommt zum Beispiel noch ein VEB-Mischfutterbetrieb kommt noch hinzu, dann kommt noch, ich überlege noch, ob ich einen Holzhandel mache oder eine Bautischlerei. Bin ich noch immer echt am überlegen, wie ich das mache. Dann kommt noch, lass mich mal überlegen. Ach du Heil, ja. Wie das war, wa? VEB-Mischfutteranlage? Bautischlerei? Ja, das war's, glaube ich. Wenn ich irgendwas vergessen habe. Ein paar Überraschungen sollen ja auch bleiben, ne? Genau. Wie gesagt, hier hat man schön Platz, so wie es damals auch üblich war, dass man seine Hänger hinstellen konnte. Meistens feiern ja bei den LPG-Ländern ja die Hänger und so weiter. Die wohnen ja nicht unter irgendwelchen Carports gestellt, sondern die standen ja an der freien, an der frischen Luft, ne? Okay. Hier hat man ja nochmal die Möglichkeit, das, was man eingelagert hat, diese schöne Rampe, den Hänger runterzufahren und dann zu beladen. So. Die Hallen sind auch noch, kennt auch noch jeder. Einmal für Kartoffeln und Rüben. Ich glaube, rechts war jetzt für Kartoffeln, links war für Rüben oder umgekehrt. Auf der Bantikum waren vorne die Kartoffeln und hinten die Rüben. Ich hab's, glaube ich, anders gemacht. Wird man ja sehen. Genau. Da gehen wir gleich hin. Ich wollte erstmal hier noch kurz hier hinten hin. Ich folge dir auf dem Fuße, Genosse. Wunderbar. Wie gesagt, das kennt auch noch jeder. Das fand ich auch so. Das hat auch der Rick gebaut. Wunderbar. Hat auch wieder mit Abdeckung, logischerweise, ne? Natürlich, natürlich. Damit nicht nass wird. Das hat mir schon in der Bantico extremst gut gefallen. Ja, das hat er auch richtig geil gebaut. Also. Da bin ich auch froh drüber, dass ich die Jungs habe, die sich dann wirklich hinsetzen. Und ich meine, man ist ja nicht innerhalb von 2-3 Stunden gebaut. Nee. Ne? Also da sitzen sie wirklich dann teilweise, ich habe es ja damals bei Rick gesehen, an der Treckerhalle, die er gebaut hat, 2-3 Wochen dran. Und er ist ja nur Perfektionist und baut auch kleine Details noch ein, wie zum Beispiel an den Fensterrahmen, Gummis rein und so weiter und so fort. Was man jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so sieht, aber hier sieht man es, bei der Halle sieht man es ja eigentlich auch ganz gut. Zum Beispiel an den Fenstern, dass hier Gummis eingezogen wurden oder hier die Lüftungsrohre. Das kostet halt natürlich auch Zeit und er hat natürlich auch ein Privatleben. Eben. Aber ich glaube, man kann sagen, da haben sich echt gute Leute oder Top-Leute gefunden, ne? Und ihr seid ja untereinander auch immer gut dabei und das ist, also merkt man auch an. Also ich bin echt froh, dass ich die Jungs habe, die sich dann wirklich hinsetzen und dann für mich dann oder für Tommy, also nicht nur für mich alleine, sondern auch für Tommy, dann auch Gebäude basteln oder andere kleine Sachen basteln. So, gehen wir mal hoch ins Büro. Können wir uns mal kurz hinsetzen. Ist zum Beispiel jetzt, das Gebäude zum Beispiel jetzt die Traktorenwerkstatt. Alter, geil! Auch wieder Erich gehört immer rein. Alles gut. Ist ja nice, so richtig begehbarer Raum hier. Wunderbar. Mit Fernsehen und Couch. Und Heizung. Man muss ja nicht hab ich übersehen, guck mal. Wo ist die Fernbedienung? Da gibt's noch nicht, ich muss am Fernsehen umschalten. Ah, echt? Sowas gibt's? Ja, aber halt so. Und das hier ist Schreibtisch oder ist das irgendwie? Das soll Schreibtisch sein. Ja, vielleicht da irgendwie muss man mal gucken, wie das Deko-mäßig aussieht und irgendwie noch so ein
Also ein paar Stifte vielleicht oder so, eventuell. Finde ich auch noch ein paar kleine Dekoartikel. Denke ich auch. Aber schon mal, wird die Tür irgendwann noch animiert, oder? Also muss ja nicht. Weiß ich noch nicht, aber mal gucken. Öffentlicher Fernsprecher, auch nicht schlecht. Wo ist er denn? Hier, das ist ja hier Vorspiegelung falscher Tatsachen. So geht das aber nicht. Denk und Leitsordner hattet ihr auch, ja? Sowas hatten wir auch schon, ja. Sowas gab es schon in der DDR, ja. Dann gehen wir mal runter in die Werkstatt. Aber finde ich schön gemacht, dass da jetzt auch so ein Büro noch mit bei ist. Eigentlich war es noch anders geplant. Oben war eigentlich anfangs komplett ausgebaut. Aber es war dann zu viel Fläche. Und es hätte dann doof ausgesehen, wenn man da die Sachen, die ich jetzt zur Verfügung habe, an Dekomaterial, auf die große Fläche dann verteile. Das hätte dann doof ausgesehen. Also habe ich dann gesagt, okay, lasse ein bisschen was weg, mache dafür einen kleineren Raum. Und denke mal, ist schon okay so. Finde ich super genial. So, wie gesagt, das ist jetzt die neue Traktorenhalle, Traktorenwerkstatt. Ja, die Mädels gehören natürlich auch wieder dazu. Keine das Werkstatt ohne die. Finde ich auch völlig. Und es ist wirklich, wirklich eine geile Halle geworden, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich bin begeistert von dem Ding. Auch schon alleine durch die Panoramafenster hier, wenn man hier so steht und ein ZT oder einen Traktor hier drin hat, wirklich in-game, ich hab's ja gehabt und dann hab mir dann mal spaßeshalber Bagger reingestellt. Wissen, hast du ja die Bilder hier bestimmt gesehen bei Facebook? Ja, klar. Bei Dunkel, zum Beispiel, genau, siehst du, genau, hier haben wir ja auch noch einen Lichtschalter. Zack. Ja, und wenn man dann hier im Dunkeln dann so arbeitet und die Maschinen hier so stehen. Ja. Yeah. Finde ich ehrlich, also sieht sehr schön aus. Das ist. Räumen wir mit ohne. Warum liegen die Kisten hier unten? Hast du doch eigentlich aufs Regal gestellt. Boah, ich mach dir mal Licht, dann kannst du besser sehen. Wunderbar. Wie gesagt, das ist eine wunderschöne Halle geworden. Also, ja, ohne Zweifel. Warum eigentlich bloß noch danken? Also. Sehr schön. Wie gesagt, ich bin auch wirklich den Leuten oder den Jungs dankbar, die sich dann für mich dann hinsetzen oder für Tommy dann hinsetzen und dann solche Gebäude bauen. Kann man auch nicht oft genug sagen. Nö, finde ich auch. So. War immer wieder Licht aus hier, Strom sparen, ne? Ja, die Rechnung wird teuer. Ja, geht ja noch an dich, ne? Hast du mich hier eingesperrt? Kommst nicht mehr raus. Bist du denn rausgekommen? Ah, okay. Ist er, da ist er. So, dann denke ich mal, haben wir eigentlich auf dem Hof eigentlich. Ach nee, hinten so den hinteren Bereich können wir auch nochmal kurz zeigen. Ist jetzt zwar nicht so von Bedeutung, aber ist jetzt auch nochmal. Ja doch, wenn schon. Hier ist wieder Wasser, ne? Nehme ich an. Das ist Wasser, ja. Damit die Genossen im Büro dann auch noch was zu trinken haben. Hier kommt später nochmal eine Waage hin. Okay. Das Häuschen steht ja schon. Die Waage kommt dann auch nochmal hin platziert. Schön, so mit Pfütze und alles, ne? Ja, ich wollte es eigentlich noch tiefer machen. Ich dachte, naja, auf dem Hof so einen tiefen Krater ist dann, denke ich mal, nicht so prickelnd. Ja, okay. Wie gesagt, hier hinten ist dann auch nochmal ein kleiner Bereich, wo man zum Beispiel ein paar Sachen unterstellen kann. Also Unterstellmöglichkeiten sind genug da, meines Erachtens genug da, ja. Man muss jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Leute mit vielen Maschinen arbeiten oder wie viele Maschinen sie hochstellen, aber der Platz, der jetzt da ist, sollte eigentlich ausreichend sein. Das nehme ich auch an. So, dann haben wir eigentlich alles vom Hof her alles gezeigt. Können wir mal zum Dorf gehen. Machen wir heute einen kleinen Spaziergang. Jetzt lässt er mich hier wieder stehen. Ich bin doch so gespannt, ich muss immer links und rechts gucken. Da. Ich bin hier. Ja, das ist immer eine super Aussage. Ich bin hier, ja. Wie gesagt, das ist auch noch neu gebaut worden. Jetzt habe ich auch vorgestern
bekommen vom Norm, die Tankstelle Original DDR. Ja. Minol. Mit dem Minolpirol. So hieß der komische Vogel wohl. Ja, weiß ich. Den Minol kenne ich auch. Also, was heißt, kenne ich noch? Ich war ja nie, wie wir im Vorgespräch ja schon hatten, in der DDR oder was weiß ich. Aber ich interessiere mich halt schon wahnsinnig für das Thema. Guckt ja eben auch viel Dokumentation und so. Und mich fasziniert, so doof das klingt, das Thema DDR einfach. Und deswegen auch eben die Bandico-Map schon sehr genial, weil die eben so passig und stimmig ist. Und das wird bei dieser Map ja auch wieder nicht anders sein. Denke mal. Wie gesagt, ich versuche halt immer so authentisch wie möglich zu bauen. Ich baue halt auch so ein bisschen so nach dem Bauchgefühl, so ja. Wie ich es eigentlich ja kenne, weil, wie gesagt, ich bin ja damit groß geworden. Und das Vieh ist ja auch geil hier. Das ist der Minol-Tirol. Okay. Was Gottchen. Ich kann's auch nicht, wurde mir auch erst vor kurzem gesagt. Ich kann's vorher auch nicht. Okay. Bin ich ja beruhigt. Ist das keine großartige Bildungslücke? Nein, auf keinen Fall. Auch wenn man jetzt so steht, also ich find's, wenn man gerade so auf den Eingang guckt, ist, finde ich, ein Hammer Atmosphäre, Hammer Blick. Ist wirklich, muss ich mich wirklich selber mal loben, ist wirklich schön geworden. Ja, dem schließe ich mich hundertprozentig an, dem Lob. Auch hier nochmal ein kleines Fußhäuschen, gab's ja damals auch teilweise, bei größeren LBGs war es auch so gewesen, dass dann keine städtischen Verkehrsbetriebe hier gefahren sind, sondern von der LBG mit B50 und dann so ein Kastenaufbau quasi, so ein, ja, wie soll man sagen, so eine Art B50 Bus halt mit Kasten und dann mit Sitzplätzen hinten drin und die wurden dann hin und her gefahren für Leute, die dann ein bisschen außerhalb kamen. So, ich kriege jetzt mal dazwischen, da wir jetzt hier vom Hof wieder weglaufen, würde ich sagen, wir machen hier ein kleines Break. Ja, und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr dann im nächsten Teil, wenn das okay ist für dich. Ja, klar. Dann würde ich sagen, ich danke dir erstmal bis hierher, dass du dir auch die Zeit genommen hast für die Map und so danke ich. Sowieso habe ich dir schon oft genug gedankt und werde ich dir auch noch 5 Millionen und einmal danken. Kein Thema. Auch danke, dass du die Zeit genommen hast und ich würde mich freuen, also wenn dem Zuschauer, wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen hoch da. In der Beschreibung findest du auch nochmal die Links zum Forum von Andy Scania, also vom TLS Modding, zum Facebook. Tu mir einen Gefallen, nervt die Leute nicht mit wann kommt die Map. Wenn dir das Video an sich gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, freuen wir uns auch immer drüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sagen wir schönen Dank fürs Zuschauen und reinhauen. Tschüss!